Willkommen zum neuesten Teil meiner Tutorial-Serie, wie man eine Waffe für ein Computerspiel erstellt in 3D Code. Heute lernt ihr, wie wir anfangen, die Waffe zu bemalen. Das ist hier das Ergebnis von dem heutigen Tutorial. Ich werde euch zeigen, wie man die Ebenen hier organisiert und anlegt, wie man die Farbpalette, wie man mit der umgeht. Außerdem zeige ich euch, wie man hier die ganzen Fenster richtig anordnet oder zumindest wie ich sie gut finde und all diese Dinge. Wir lernen außerdem die Ebenen so anzulegen, dass sie non-destruktiv sind und ihr lernt noch ein bisschen was zu Masken in 3D Code. Übrigens, ich habe eine neue Website. Wenn ihr Lust habt, guckt doch mal drauf. Ich habe ein bisschen was umgestellt und wünsche euch jetzt viel Spaß beim neuesten Teil. Bevor wir heute loslegen, möchte ich euch kurz zeigen, was wir im letzten Teil gelernt haben, beziehungsweise was wir im letzten Teil erstellt haben. Und zwar ist das hier die Axt im Malenbereich. Ich habe das letzte Mal die ganzen Normal Map Informationen in die Axt übertragen und hier ist nun das Ergebnis. Ihr seht, es unterscheidet sich so gut wie gar nicht von dem hochauflösenden Modell. Ich wechsle noch mal kurz in den Voxelraum und blende die Originalaxt ein. Das helle hier ist die Selektion, die kann ich mal eben ausschalten. So, aktive Objekte hervorheben. Da ist also das hochauflösende Modell, das sehen wir sehr gut, wenn ich hier die Wireframes einschalte, also die Drahtgitter-Informationen. Das blende ich jetzt hier unten im Voxelbaum aus und gehe wieder rüber zu meinem Objekt, das wir heute bemalen möchten. Heute starten wir also mit den Texturerstellungen. Bevor ich beginne, entschuldigt für meinen Rumhuste, ich war vor einigen Wochen noch ziemlich krank. Und ich habe gedacht, ich versuche es mal mit einem Tutorial. Deswegen, wenn ich euch gleich hier ziemlich zuhuste, dann nicht wundern. Gut, also hier haben wir also die Axt. Bevor ich anfange, sortiere ich mir meine Ansicht hier im Malenbereich ein bisschen um. Hier oben sind die Pinsel. Ich persönlich schiebe sie immer ganz gerne hier unten in diese Reihe oder unten in diese untere Zeile. Und das gleiche mache ich auch mit den Masken. Ja, das schiebe ich dann hier unten hin. Und mit den Materialien. Die packe ich dann mal hier zwischen. So, das ist schon mal so, was ich so ganz gerne mag. Dann habe ich die Sachen immer alle auf einen Blick und kann die dann entsprechend bearbeiten. Ihr könnt die dann hier rumschieben und aussuchen. Und das gleiche könnt ihr mit den anderen Sachen. Also hier soweit sortiert. Dann ist es so, dass wir im Malenbereich natürlich viel mit Ebenen arbeiten, so ähnlich wie in Photoshop oder in anderen Programmen, die Ebenen unterstützen. Deswegen nehme ich dieses Ebenenfenster und schiebe mir das hier so ein bisschen zur Seite, weil wenn wir viele Ebenen haben, dann brauchen wir die Information einfach. Dann brauchen wir sehr oft den Zugriff auf die Objekte. Das ist das hier. Das hier sind die Echtzeitobjekte, also der Kopf und die anderen Elemente sind alle einzeln abgelegt. Die Objekte schiebe ich mir hier hin, das ist ganz gut. Ich kombiniere diese Objekte an sich zusammen mit dem Voxelbaum. Im Malenbereich kann man nämlich den Voxelbaum auch sehen, weil man das Voxelobjekt auch einblenden kann. Wenn ich also hier den Kopf mal ausblende von unserem Echtzeitobjekt, dann seht ihr, dass der Voxelbaumbereich auch angezeigt wird. Den blende ich wieder aus und da ist unser Kopf. Und hier sehen wir auch sehr gut, dass das alles einzelne Objekte sind. Wenn ihr nur ein Objekt sehen möchtet, dann könntet ihr natürlich jetzt alle ausblenden mit der Hand. Oder ihr drückt einfach die Alt-Taste, hält sie fest und drückt auf eins der Objekte. Und dann seht ihr zum Beispiel hier, ich habe jetzt die Alt-Taste festgehalten, habe auf Kopf gedrückt und die anderen Sachen wurden ausgeblendet. Wenn ich wieder mit der Alt-Taste auf das Auge drücke vom Kopf, dann werden alle anderen wieder eingeblendet. Das funktioniert mit allen anderen Dingen auch, zum Beispiel auch hier mit dem Schaft. Wenn ich hier drauf drücke, mit der Alt-Taste zusammen, dann sieht man nur den. Das ist sehr praktisch, dann spart man sich ein bisschen Zeit. Daneben könnt ihr euch denken, diese kleinen Schlösser, die sorgen dafür, dass man auf dieser Ebene nicht malen kann. Die werden dann gesperrt. Das ist manchmal ganz praktisch. Gut, hier oben bei den Ebenen sieht man schon eine Ebene, das ist die Normal Map Ebene. Hier, ich habe sie mal ausgeschaltet. Sie wurde halt übertragen und die werden wir auch nicht weiter bearbeiten, die bleibt schön hier. Und diese Ebene ist mit der Deckkraft hier oben, mit der Füllmethode meine ich, ist natürlich auf Normal Map eingestellt.
Wenn ich die auf Normal stelle, dann sehen wir die Farbe von der Normal Map hier. Ich wechsle mal in den Farbinformationsmodus ohne Shading, also ohne Schattierung des Objektes. Und da sehen wir das ganz gut. Diese Normal Map kann man auch als Textur ersehen. Das ist im Textur UV Editor. Dann ist das hier, dieses Fenster, den schiebe ich mal so raus. So, da ist er. Und hier ist also unsere Normal Map. Sie liegt jetzt im Farbkanal, weil wir hier ja unsere Ebene auf Normal gestellt haben. Ich stelle das mal wieder zurück, so wie es sich gehört, auf Normal Map. Dann sehe ich nämlich hier oben auch wieder meine Normal Map Information. So. Und hier sehen wir den Farbkanal, der ist leer. Und hier ist der Normal Map Kanal. Und hier sehen wir wieder die Information für diese Normal Map. Man kann die Normal Map Information deswegen im Kanal sehen, weil man in 3D Code auch mit Normal malen kann. Das ist hier oben. Damit man das tun kann, zum Beispiel, ich mache das jetzt nur beispielhaft. Hier oben seht ihr drei Kugeln, drei Bälle. Dieses blaue oder lilane ist für die Tiefeninformation, für die Normal Maps. Das grüne für die Farbinformation. Und das glänzende für die Glanzintensität, für die Glanzinformation. Man kann auf diese Bälle klicken und dann schalten sie ihren Modus um. Oder man geht hier drauf und so und dann drückt man einfach auf eins der Elemente oder verändert die Deckkraft. Dann kann man noch sagen, ob man mit der aktuellen Farbe malen möchte, mit der zufälligen Farbe oder einen zufälligen Farbton. Das ist ganz praktisch, wenn ihr dann zum Beispiel irgendwas zufällig anlegen wollt. Zufälliger Farbton ist übrigens, wenn ihr blau auswählt und ihr nehmt dann zufälliger Farbton, dann wechselt das zwischen dem Vorder- und der Hintergrundfarbe. Und das ist halt ganz witzig. Beziehungsweise mit dem Farbton, ich glaube, dann wechselt das die Intensität. Das benutze ich selber nicht so oft. So, ich schalte also mal die beiden Elemente weg hier, die Glanzintensität und die Farbe, und habe also nur die normalen aktiv. Und jetzt kann ich hier, okay, die ist scheinbar gesperrt, wartet mal. Normalerweise könnte ich da drauf malen. Nee, ich muss eine neue Ebene anlegen. Ja, okay, alles klar. Das ist auch besser so, denn das ist die kalkulierte Normal Map Ebene. Und beziehungsweise, ich glaube, wenn man die auf Normal Map stellt, wartet mal. Ja, dann kann man nicht drauf malen. Okay, normal. Also, das ist meine normale Ebene. Und ihr seht, auf einer normalen Ebene, die ganz normal eingestellt ist, kann ich also hier in der Ebene 13, kann ich im Normal Map Kanal, also Informationen, auch hier im 2D-Bereich malen. Und ich kann auch hier die Masken anwenden übrigens. Also ich könnte jetzt hier eine der Masken aussuchen. Ich mache das jetzt mal, ohne weiter es zu erklären. Die steht auf 100%, ich sage mal auf 30, damit man sie nur ein bisschen sehen kann. Und ich blende sie mal aus. Und dann seht ihr, wenn ich hier male, dann kann ich die auch anwenden. Und sie wird auch wirklich angewendet. So, das ist dann hier gewesen. Da sehen wir das nochmal. Ups, so, die andere Seite. Ihr seht, das passt sich immer automatisch an. Also ihr könnt also hier im 2D-Bereich auch malen. Das ist dann im Normal Map Kanal. Nur das zur kurzen Erklärung. Dieser kleine Punkt, der hat was mit der Maske zu tun, den erkläre ich euch später. So, lösche ich mal, schließen. Und dann gehen wir wieder zurück. Ich bin hier noch nicht ganz fertig mit der Anordnung. Also den Voxelbaum bewege ich mal hier mit in die Objekte, in dieses Fenster, weil das hat ja was mit Objekten zu tun. Deswegen habe ich Objektauswahl und Ausblendung hier drin. Dann habe ich hier oben die Pinseloptionen und die sogenannten Presets. Die Presets sind interessanterweise nicht übersetzt. Irgendwie hat sich das umgestellt. Normalerweise in der deutschen Version steht da oben Voreinstellung. Das ist irgendwie keine Ahnung, was da passiert ist. So, dieser Bereich ist ziemlich wichtig, weil hier Voreinstellungen meiner Werkzeuge abgespeichert werden können. Also wenn wir später malen, können wir für bestimmte Situationen die aktuelle Einstellung speichern. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier oben den Pinselradius auf 10 habe und der ist jetzt drucksensitiv, der Radius, ja, und ich habe den Farbkanal eingeschaltet und vielleicht den Normal Map Kanal. Ich mache mal eine neue Ebene so
und haben mir hier eine Farbe ausgesucht, blau zum Beispiel, und male dann damit rum. Dann wechsle ich ja von Zeit zu Zeit in eine neue Einstellung. Da ich aber hin und her wechsle, möchte ich vielleicht diese Einstellung behalten, weil ich sie immer wieder brauche und möchte sie nicht jedes Mal neu einstellen. Dann kann ich hier bei den Voreinstellungen, bei den Presets, mit der rechten Maustaste eine neue Vorgabe hinzufügen. Mit diesem Button. Jetzt sehe ich, hier gibt es so Kategorie, Tablet, Tabs. Hier ist der Oberflächenmodus, deswegen steht hier Oberfläche. Das sind die Werkzeuge des Voxel-Modus. Die werden dort sortiert. Und ich bin hier gerade im Malen-Bereich. Also entsteht hier ein neues Tab. Und alle meine Werkzeugvoreinstellungen, die ich jetzt abspeichere, sind dann hier drin. So, ihr erinnert euch, ich habe das eben gemacht. Und hier sehen wir, da wird die Farbe abgespeichert. Die Pinselstärke oder die Sensitivität, die ich hier eingestellt habe, da oben. Und was für eine Art von Werkzeug, was für eine Art von Pinsel ich habe. Also hätte ich jetzt hier Füllen oder so genommen und abgespeichert, dann würde hier ein Füllelement angezeigt. Ich kann bestimmen, was hier abgespeichert wird, indem ich die rechte Maustaste drücke, bevor ich etwas hinzufüge. Oder wenn ich es aktualisieren möchte, also nehmen wir mal an, diese 10, Radius 10 gefällt mir nicht mehr und ich möchte ihn auf 20 stellen, so wie jetzt zum Beispiel. Dann kann ich hier hingehen, rechte Maustaste drücken und Update Preset drücken. Und der steht jetzt auf 20 und wenn ich ihn jetzt anklicke, bleibt das so. Ich zeige euch das mal, was passiert, wenn ich jetzt was anklicke. Ich klicke mal hier so rum, nehme eine andere Farbe. So, okay. Hab gearbeitet so und will aber wieder mein altes Werkzeug, dann klicke ich einfach hier drauf und dann habe ich wieder meine blaue Farbe, meine 20er Einstellung. Das wurde leider nicht umgestellt, aber das kann sein, weil ich es hier nicht eingestellt habe. So, rechte Maustaste und dann sage ich, was soll gespeichert werden. Und dann kann ich die Elemente angeben, die gespeichert werden. So wie es aussieht, ist in dieser Version kann ich anscheinend die Kanäle nicht definieren. Also ihr solltet das dann immer hier oben nochmal zurückstellen, was ihr gerne machen wollt, damit das, wenn ihr hier drauf drückt, wieder funktioniert. So, aber die Farbe, die wird mit abgespeichert. Ich mache das mal aus, weil ich mag es nicht, wenn Farben mit abgespeichert werden. Ihr könnt das natürlich machen. Hier, Farbe ausschalten und jetzt wird die Farbe nicht mehr gespeichert. Wenn ich also jetzt zum Beispiel das Ganze aktualisiere, dann wird hier dieses Farbelement verschwinden. So, seht ihr, das steht auf weiß, was so viel heißt wie das hier, die Pinselspitze, diese wurde ausgewählt. Hätte ich diese genommen, dann würde diese hier angezeigt. Ich zeige euch das nochmal, Update. Jetzt seht ihr diese Pinselspitze. Und die Pinselspitze ist weiß, was mir den Eindruck vermittelt oder dass du sagt, okay, da ist jetzt keine Farbe abgespeichert. Klar, wenn ihr natürlich eine weiße Farbe annimmt und dann abspeichert, dann ist das natürlich auch weiß. Das nochmal hier zur Erklärung. Das ist eine sehr schöne Schnellleiste, um schnell mal eben die Werkzeuge, die man immer wieder verwendet, aufzurufen. Das gilt wirklich für alle Sachen, die hier sind. Übrigens auch Masken werden gespeichert. Also wenn ihr hier in einem Modus eine Maske mit verwendet, ich mache das mal hier. Hier ist die Maske. Ich nehme zum Beispiel, keine Ahnung, Füllen. Mit der Maske Füllen wäre das dann. Und speichere mir das ab. So, hinzufügen. Dann sehen wir das. Ich schließe mal alles. Ich gehe jetzt mal hier zu meinem normalen Tool. Mit dem Malen, ihr erinnert euch, wo die Farbe war. Beziehungsweise wo der Pinsel war. Und jetzt stelle ich wieder um auf Füllen. Und habe wieder meine Maske, die ich da genommen habe, die ist hier mit drin. Und mit der kann ich auch das Objekt füllen. So funktioniert das. Das ist super praktisch. Und eine prima Sache auf jeden Fall. Ihr solltet das hier oft nutzen. Okay, ich mache das hier mal weg. Das heißt, ihr könnt also mit der rechten Maustaste auch das Ganze entfernen oder alle entfernen, wie ihr das möchtet, so entfernen. Und jetzt ist es weg. Und ihr könnt eure Pinselspitzen auch speichern, die Vorgaben. Also diese Vorgaben könnt ihr speichern. Das ist ganz praktisch, wenn ihr die zum Beispiel mitnehmen möchtet, wenn ihr bei verschiedenen Kunden arbeitet oder wenn ihr bei einem Freund seid und wollt ihm da mal was zeigen, dann könnt ihr das auf einen USB-Stick speichern oder so etwas und dann mitnehmen. Außerdem, hier steht ja immer die Werkzeugbezeichnung aus 3D-Code, die man hier so nimmt. Der Pinsel steht dann der Pinselname. Ihr könnt das umbenennen, indem ihr doppelklickt oder auf rechte Maustaste drückt und dann Edit Hint heißt also Pinsel, ich schreibe mal meinen Pinsel so
Und dann, wenn ich da drüber gehe, steht da mein Pinsel. Das ist der Tooltip. Wofür ist das gut? Ganz einfach, wenn ihr euch, also wenn ihr richtig professionell arbeitet, dann solltet ihr zum Beispiel Informationen dazu schreiben. Keine Ahnung, ist gut, um aufzuzeichnen. Zum Beispiel. So, und wenn ich jetzt also drüber gehe, habe ich hierzu nicht nur den Namen, ich könnte ja auch einfach schreiben, toller Pinsel. So. Aber ich weiß immer noch nicht, was der macht. Und wenn ich hier drüber bleibe, dann kommt dieser Tooltip. Und da steht dann, ist gut, um Haut zu zeichnen. Das ist also ganz praktisch. Jetzt geht es ein bisschen weiter mit der Farbauswahl. Ich benutze gerne die, weniger jetzt die, die ist ganz nett. Aber ich benutze auch schon mal gerne die Farbfelder. Ich gucke mal eben, wie die heißen. So, die Farbpalette, genau. Da ist sie, die Farbpalette. Und hier sind Farben, die ich dann direkt auswählen kann. Die ändern also sich immer. Also ich gehe mal hier oben auf den Pinsel. Und normalerweise, seht ihr, müsste man hier drauf klicken können. Und es ist dann, sie werden dann ausgewählt. Das macht 3D Code manchmal nicht. Das ist so ein kleiner Fehler. Wenn ihr aber das Fenster ein bisschen verändert, Augenblick, dann funktioniert das manchmal. Ich guck mal eben. Das ist ein ganz blöder Fehler. Ich kann euch nicht erklären, warum das so ist. Ich schieb das mal hier oben rein, so. Dann schiebe ich das Fenster ein bisschen zusammen, weil das will ich sowieso. So. Na, rechte Maustaste, gucke ich immer. Da ist es. So, seht ihr? Jetzt habe ich es da reingeschoben, habe die Breite etwas verändert. So. Und mit der rechten Maus, das erscheint jetzt das richtige Menü. Und wenn ich jetzt auch hier drauf klicke, dann ändert sich hier oben die Farbe. So, so soll das eigentlich funktionieren. Ich stelle mal die, hier oben rechts ist so ein kleiner Pfeil, ich stelle mal die Ansicht auf normale, auf kleines Ansicht, auf kleine Thumbnails. So, schiebe das so ein bisschen hoch. Und jetzt sind hier meine ganzen Farben. Und mit der rechten Maus, das kann ich sie auch editieren, also diesen Bereich. Ich kann sie alle entfernen zum Beispiel. Dann ist es leer. Und jetzt kann ich hier meine Standardfarben angeben. Hier, keine Ahnung, Leertaste habe ich jetzt mal gedrückt, da kommt so ein Quick-Menü, so ein schnelles. Ich nehme mal weiß, lege es hier ab, indem ich auf diesen grünen Ball klicke. Dann wird jetzt hier diese weiße Farbe abgelegt. Das gleiche mache ich mal für schwarz. So, und jetzt schaut mal hier oben hin, während ich dann hier rechts auf die Farben klicke, dann werden sie ausgewählt. Das gleiche könnt ihr machen für feste Töne, die ihr vielleicht häufiger braucht, wie zum Beispiel das Blau oder so. Und dann klickt ihr hier drauf und dann wird das abgelegt. Das ist eine praktische Sache. Auch das, also diese Farben, kann man auch speichern. Hier mit Speichern könnt ihr eure Palette abspeichern und sie dann auch wieder laden. Das ist auch sehr gut, wenn man mit individuellen Sachen arbeiten möchte. Ich entferne mal einen, seht ihr, rechte Maustaste, und dann kann man hier das entfernen. Man kann Farben auch an einer bestimmten Stelle einfügen. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt Blau ausgewählt und möchte das gerne an die Stelle, wo Weiß ist, einfügen. Dann mache ich die rechte Maustaste und sage hier einfügen, und dann wird das an die Stelle von Weiß eingefügt. Ja. Entfernen, das zeige ich euch mit Schwarz, hier rechte Maustaste, hier einfügen. Jetzt wird es an der zweiten Stelle eingefügt. Ihr könnt das auch bearbeiten, rechte Maustaste bearbeiten, dann kommt das Farbauswahlmenü, zeigt die aktuelle Farbe, und ihr könnt stattdessen zum Beispiel Rot nehmen, und jetzt ist es hier oben rot. Ganz praktisch, also nochmal bearbeiten. Ich stelle das mal auf Schwarz. Okay, jetzt ist es wieder schwarz. So, das ist meine Ausgangsposition. Jetzt brauche ich, glaube ich, noch ein einziges Element. Und zwar genau hier unten die Eigenschaften. Die UV-Materialien brauche ich erstmal nicht. So. So, ich schiebe das hier so ein bisschen mal zurecht. Mal die kleinen Farbpaletten. So, die Voreinstellungen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Hier unten dieses Eigenschaftenfenster betrifft die jeweilige Ebene. Ja, ihr seht, es verändert sich immer hier unten, hier oben der Name. Das ist der Name der Ebene. Wenn ich hier hin und her klicke, dann sehe ich den Namen. Wenn ich also eine neue Ebene anstelle und anlege, und dann sehe ich, heißt Layer 13. Und hier heißt auch Layer 13. Ich werde sie mal direkt benennen. Ich kann also hier reinklicken. Oder ich kann sie doppelklicken hier oben. Und dann klicke mal rein und nenne ich sie mal Schaft. Habe. Oder ich schaffe mal Schaft. Textur. So, dann steht das hier oben, der Name der Ebene, Schaft, Textur, und hier unten auch. Das heißt also, die ausgewählte Ebene hier oben
Das sind dann die Informationen, die hier angezeigt werden. Also ich sehe, das ist einmal die Helligkeit, kann ich hier einstellen für diese Ebene und ein paar andere Dinge auch. Dann gibt es noch eine Verlinkung, das erkläre ich euch gleich. Das ist eine sehr, sehr starke Funktion. Das funktioniert so ähnlich wie die Masken bei Photoshop, falls jemand von euch schon mal damit gearbeitet hat. Aber 3D-Code ist da wesentlich stärker, was das angeht, weil man hier viel flexibler arbeiten kann. Gut, wir haben also jetzt unsere erste Ebene, Schaft, Textur. Das soweit zu der Anordnung. Und jetzt können wir anfangen zu malen. So, ich könnte jetzt einfach anfangen und meine Schaft hier orange bearbeiten oder braun. Das möchte ich aber nicht, sondern ich werde eine Textur drauf projizieren auf den Schaft. Und ich habe Texturen schon vorbereitet und wenn ihr eine Textur habt und ihr möchtet die gerne benutzen in 3D Code, dann müsst ihr sie unter Materialien einfügen. Hier unten sind schon einige Texturen eingestellt. Ich möchte aber gerne eine neue. Und zwar klicke ich dazu hier auf Neu, also auf New, oder hier ist es nicht. Okay, ich klicke also auf New. Und jetzt erscheint hier so ein kleiner Assistent. Dieser Assistent bedeutet einfach Folgendes. Hier diese drei Elemente, diese Kanäle, das sind die gleichen wie hier oben. Also ihr erinnert euch, Tiefe, Farbe, Glanz. Das ist das gleiche, Tiefe, Farbe, Glanz. Und für diese Maske erwartet 3D Code jetzt Bilder, also Texturen. Die Tiefenkanaltextur muss schwarz-weiß sein, das solltet ihr euch merken. Ihr könnt auch eine farbige nehmen, aber er wird immer nur die Farbintensität verwenden. Also nach Möglichkeit schwarz-weiß. Für die Farbkanaltextur solltet ihr eine farbige nehmen. Und auch die Glanzkanaltextur muss schwarz-weiß sein, weil der Glanzkanal mit einer Graustufentextur und einer schwarz-weißen Textur arbeitet. Also je weißer, desto glänzender. Und hier oben, je weißer in einer Textur, desto höher ist die Information für Strukturen. Also klicke ich hier drauf und jetzt tue ich meine Struktur drauf. Ich hatte da einige Sachen vorbereitet, wie gesagt. Jetzt ist hier meine Holztextur, die hatte ich vorher quadratisch angelegt. Sie wiederholt sich auch, das erkläre ich euch heute nicht. Ich denke, die meisten können sich das vorstellen. Egal wie ich die Textur anordne, wie so eine Kachel, sie wiederholt sich immer. Dasselbe habe ich gemacht mit einer Information für die Tiefeninformation hier mit dieser schwarz-weißen. Die nehme ich jetzt auch, öffne sie und sie wird hier eingefügt als Tiefeninformation. Nun nehme ich noch die Farbkanalinformation. Das gleiche mache ich hier mit. Okay. Die Glanzkanalinformation, die lasse ich aus. Die ist für mich zunächst mal nicht relevant. Das erkläre ich euch später. Man kann nämlich auch Glanzinformationen auf Erhöhungen zeichnen. Also wenn irgendwelche Sachen höher sind, dann kann man das hier machen. Okay. Jetzt habe ich also meine Textur, die ist übrigens sofort da. Da ist sie. Hier diese beiden Bälle, ihr seht das, da sieht man sie auch, zeigen mir, dass diese Textur den tiefen Kanal beinhaltet und den Farbkanal. Manche Texturen hier haben keine weiteren Kugeln, weil es dort sich nur um die Farbinformation handelt. Ihr könnt das sehen, indem ihr einfach auf rechte Maustaste drückt und auf Bearbeiten. Und dann seht ihr hier, oh, die haben auch alle drei, aber es wird nicht angezeigt, auch gut. Auf jeden Fall, da seht ihr dann nochmal alle Informationen, die hier drin sind. Und ihr könnt diese Pfade anklicken und die Sachen ändern. Also rechte Maustaste, Bearbeiten. Und dann seht ihr nochmal alle Informationen. Das könnt ihr dann immer anpassen. Hier oben schalte ich mal auf den Modus. Hier oben diese Projektionseinstellung. Damit steuere ich die Anzeige meiner Holztextur hier. Ich stelle mal eben kurz auf. Wartet mal. Auf eine andere Steuerung. Das scheint mir irgendwie meine Steuerung umgestellt zu haben. So, Navigationsmodi, 3D Code. So, klappt es jetzt mit dem Nachbarn? Close, nein. Nochmal, jetzt geht's. Aus irgendeinem Grunde. Ich vermute mal, wir waren gerade in diesem neuen Modus, wo man diese Sachen anlegt. Dann schaltet er automatisch die Textur ein. Das ist ja auch okay. Aber aus irgendeinem Grund funktionierte die Steuerung nicht. Das ist hier, wenn ich hier, ihr seht, mit der rechten Maustaste kann ich die, wenn ich außerhalb des Objektes bin, kann ich die Textur bewegen. Ja? Und hier sehen wir auch nochmal diesen Punkt. Wenn ich da draufklicke, rechte Maustaste,
dann sehe ich hier so ein kleines Menü und mit dem Menü kann ich das auch machen. Also ich kann hier bewegen, wartet mal, ich stelle mal den Modus um. Hier oben sehen wir die Projektionseinstellungen, die steuern diese ganze Textur. Hier im Moment steht hier auf Auto, das ist der die Projektionsmodus. Ich zeige auf Schauen, also Schauen heißt immer, wird immer angezeigt. Ihr seht, wenn ich jetzt bewege, zeigt mir das Ding. Und Tiling ist eingeschaltet, beziehungsweise war ausgeschaltet. Ihr seht, Tiling bedeutet die Textur Wiederholung. Ich mache das mal aus, dann sehen wir nur die Textur. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier male, dann sehen wir diese Ecke nur auf der Axt. Ich mache mal ein Undo. Und wenn ich das Tiling einschalte, dann sehe ich, dass ich jetzt immer malen kann. Deswegen ist es immer von Vorteil, wenn ihr nach Möglichkeit eine Textur habt, die wiederholbar ist. Das geht natürlich nicht immer, wenn ihr Strukturen drauf projiziert, wie irgendwelche Schlösser oder irgendwelche Ornamente, aber manchmal ist es, also in meisten Fällen ist es super, sehr gut. Hier dieser dritte Modus, Shown, steuert diese Anzeige dieser Textur. Hidden bedeutet, sie ist versteckt, sie ist noch da. Ihr seht, wenn ich die rechte Maustaste benutze, dann kann ich sie bewegen. Das sind übrigens hier diese Steuerungselemente. Sie ist also noch da, die Textur, hier, so. Aber ich sehe sie erst, wenn ich sie bewege. Das ist ganz praktisch, sie stört dann nicht beim Malen. Der nächste Modus ist Auto. Auto heißt, ich kann ihn immer sehen, also meine Textur. Und wenn ich aber male, dann verschwindet sie. Das ist der Auto-Modus. Er schaltet also automatisch die Textur wieder ein. Und dann gibt es den Shown, der bedeutet, dass sie permanent zu sehen ist. Egal, ob ich male oder nicht, ist sie zu sehen. Und hier diese 30%, das ist die Anzeige, also 5%, ich sehe sie nur ganz leicht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt im Video. So, da ist es, 10-15%. Oder ich sehe sie komplett, dann verdeckt sie alles. So, da ist er. Aber das ist natürlich nicht sinnvoll, deswegen stelle ich auf 30%. Das ist auch der Normalmodus. Und dann kann ich das machen. Alle anderen Elemente steuern die Art und Weise, wie ich male. Also ich kann mit der Textur malen, ich kann die anpassen. Ich kann die Anpassungen löschen und all diese Dinge, das kann ich hier alles machen. Für unser Tutorial werde ich aber erst die Sachen machen, die wir auch wirklich brauchen. Okay, ich schließe das mal und erkläre euch mal, wie wir hier diese Projektion steuern können. Also mit der rechten Maus, das habt ihr schon gelernt, kann man außerhalb diese Textur bewegen. Wenn ihr die Shift-Taste festhaltet und die rechte Maustaste drückt, kann ich rein und rauszoomen. Okay, und wenn ihr die Steuerungstaste festhaltet, kann ich die Textur drehen. Und wenn ihr die Shift- und Steuerungstaste festhaltet, also zusammen, kann ich die Textur stauchen. Ja, Shift und Steuerung. Diese ganzen Steuerungen sind dieselben wie hier oben diese Icons. Das ist einmal drehen, könnt ihr auch hier oben draufklicken, bewegen, reinzoomen und stauchen. Wenn ihr eure Textur wieder zurückhaben wollt in die ursprüngliche Situation, drückt ihr hier einfach auf zurück. Dann ist sie wieder da. Sie ist jetzt 100% von ihrer normalen Größe, von ihrer Standardgröße. Also das ist dann die Monitorauflösung. Ich sag mal zurück, seht ihr? Der stellt sie auf die Monitorauflösung zurück. Das heißt, jeder Pixel im Monitor ist ein Pixel der Textur. Das solltet ihr wissen. Deswegen, wenn ich mich ranzoome und sage auf zurück, also setzt er sie mir wirklich auf die Monitorauflösung zurück. Das ist wichtig zu wissen. Gut. Beim Projizieren solltet ihr nach Möglichkeit immer im orthogonalen Modus arbeiten. Das war ich eben schon. Das ist der perspektivische, weil dann wird die Textur nämlich beim Projizieren auch verzerrt ein bisschen. Ist klar, wenn das Objekt nach hinten hin immer schmaler wird, durch die Perspektive, wird auch die Textur schmaler oder diese Projektion verändert sich. Gut, ich also arbeite lieber im orthogonalen Modus, wenn ich hier so Projektion mache. Kommen wir zurück zu unserem Schaft. Ich blende die anderen Sachen mal aus. Und jetzt sehen wir hier also unseren Schaft. Und da mache ich auf Hidden. Hier ist unsere Textur. Jetzt möchte ich diese Textur drauf machen. Drauf malen. Hier seht ihr, die ist noch roter, als sie eben schon rot war. Das ist einfach der Grund, weil hier oben die rote Farbe eingestellt ist. Wenn ich die blaue Farbe nehme, dann färbt 3D Code das Ganze auch noch mit dem Blau ein. Also ich mache sie mal ein bisschen heller. So, blau, hell, dann seht ihr, er färbt die Textur mit dem Ton ein, den ich ausgewählt habe. Theoretisch würde das schon ganz nett aussehen, vom Holz her, weil er das Blaue einfärbt mit dem Element. Aber das ist blöd, weil wenn ihr später arbeitet und ihr wollt nochmal Korrekturen machen,
dann wisst ihr ja gar nicht mehr, welchen Blauton habe ich da eigentlich benutzt und wieso funktioniert das alles nicht so richtig und meine Textur sieht ja eigentlich ganz komisch aus. Deswegen zeige ich euch heute, wie man das Ganze non-destruktiv macht. Das bedeutet, ihr könnt das jederzeit ändern, auch wenn ihr die Szene vielleicht nach Wochen nochmal aufmacht. Und ihr steuert die Farbe über eine Ebene. Also projiziere ich erstmal meine Holzstruktur. Ich drücke mal entfernen, dann wird diese Ebene gelöscht. Dann projiziere ich also meine Holzstruktur einfach mal so wie sie ist auf den Schaft. Damit das passiert, damit sich das also nicht einfärbt, wechsle ich in die weiße Farbe. Weiße Farbe bedeutet, dass die Texturen, die Projektionen original so projiziert werden, wie wir sie auch abgelegt haben. Ja? Ich wechsle mal hier den Modus. Ich gehe mal Ansicht in die Farbinformation, die 2. Und dann ist das so wie in Photoshop. Es gibt kein Shading, also keine Schattierung auf dem Modell. Und ich kann meine Textur sofort sehen. So. Ich drehe sie mir mal auch so ein bisschen so. Und dann kann ich sie drauf malen. Das ist alles schön und gut. Sieht auch nett aus. Aber ich möchte gerne noch euch einen Trick zeigen, wie man sehr schöne Holzmaserungen in Objekte bekommt. Und zwar solltet ihr dazu in 3D-Code die Textur auf das Objekt projizieren. So, und das geht ganz einfach so. Ich gehe mal zurück in den Zweier-Modus, also in den Farbmodus. Ich schalte mal eben den Drahtgitter-Modus ein, indem ich die Taste W drücke. Oder ihr drückt hier oben auf die 4. Wo ist er? Irgendwo ist die 4. Da. Da. Also die 4 macht das auch. Von früher noch. Oder die W-Taste. So, dann sehe ich auch und kann mich besser orientieren hier. Dann drehe ich mal mein Element hier so in diese Position, also von oben. Suche mir eine schöne, strukturierte Stelle aus. Und dann projiziere ich das Ganze durch das Objekt. Durch das gesamte Objekt. Das mache ich, indem ich hier oben den Pinsel auswähle, die Spitze und sage, hier in diese rechteckige Auswahl kann ich solche Sachen machen und sage, füll mir das Ganze. Das Problem daran ist jetzt, er hat das schon, ihr seht so einen Ansatz schon hier, aber er hat das nicht richtig gefüllt. Warum hat er das nicht gemacht? Das mache ich nochmal hier an der Seite. Es wird nur die Hälfte gefüllt. Was ist da passiert? Ganz einfach. Ich lösche das jetzt mal in 3D Code. Hier oben in den Optionen gibt es einen Punkt, der heißt verdeckte Flächen ignorieren. In diesem Moment ist er eingewählt oder ausgewählt und aktiv. Das heißt, er soll verdeckte Flächen ignorieren, wenn er etwas drauf projiziert oder malt. Und die Flächen, die dahinter sind, also die verdeckt sind, werden nicht betroffen von unserer Projektion. Das möchte ich also sage ihm, ignoriere nicht die Hintergrundflächen, also die dahinter sind. So, fertig. Und dann projiziert er meine Struktur komplett durch das gesamte Objekt. Und da sehen wir auch schon den Trick. Ihr seht, die Holzprojektion verhält sich so wie so ein richtiges Holz. Es gibt eine richtig schöne Maserung und es ist alles seamless. Also es ist alles ohne irgendwelche Übergänge. Es ist komplett wie so ein Holz. Ja? Das sieht sehr schön. Es entstehen dabei immer sehr tolle Strukturen, die ihr so nicht malen könnt, also nicht drauf projizieren könnt. Ich zeige euch das nochmal, vielleicht mal eine andere Stelle, so wo es schöne Strukturen gibt. Wartet mal, ich setze das mal zurück, so. Mach das mal ein bisschen kleiner, dann haben wir so ein bisschen mehr filigrane Sachen. So, ich guck mal. Genau. So, ich gehe mal ein bisschen raus. So, hier seht ihr das. Jetzt nehme ich mal, so hier, diese Situation. Das projiziere ich mal hier so drauf, so ein bisschen schräg, so. Bisschen größer noch. Okay, und dann nehme ich wieder meine Auswahl. Fertig. Schließe das Ganze mal. Dann habe ich hier so eine ziemlich coole Projektion. Ja, also ganz zufrieden bin ich noch nicht. Vielleicht nicht ganz so extrem. Jetzt klicke ich hier nochmal auf meine Textur. So, nochmal. Müsst ihr mal ein bisschen probieren, was euch am besten gefällt. Ja, so ist gut. Das ist cool. Jetzt habe ich die ganze Zeit hier mit dem Farbkanal gearbeitet. Das heißt also, die Struktur von unserer Normal Map ist eigentlich ausreichend. Die sehen wir dann hier. Und mit der Normal Map von der Maske habe ich erstmal nicht gearbeitet, weil die brauche ich eigentlich nicht so, da wir ja schon vorher eine schöne Struktur gemacht haben. Ich kann euch das mal zeigen. Wenn ich das also drauf projiziere mit der Normal Map. So, jetzt klicke ich die mal an.
dann sehen wir, dass er auch die Normal Map Information mit drauf projiziert. Seht ihr das? Man kann also zusätzlich in der Ebene noch normalen Informationen hinzupacken durch die Maskierung, durch die Maske von unserer importierten Textur. Aber ich lasse es mal weg. So, hier haben wir es also. Der Schaft ist jetzt ziemlich schön, allerdings sehr modern. Also ich blende die anderen Sachen mal wieder ein. Das sieht echt aus wie so eine Baumarktaxt, aber nicht wirklich wie so eine alte, schöne Kampfaxt. Also muss die Farbe anders werden. Ja? Ich blende den Schaft nochmal ein. So. Ich suche mir also, ich brauche jetzt eine Farbe, mit der ich das einfärbe. Und ich habe euch ja gesagt, man soll das jederzeit ändern können, auch später. Das heißt, ich erstelle jetzt eine Ebene, und zwar steht da Schaft. So, das ist eine leere Ebene und die leere Ebene fülle ich mit der Farbe, die meine Textur beeinflussen soll später. So, da suche ich mir eine schöne Farbe aus hier. So ein hölzernes graues Element. So, da ist sie. Schöne Braunfarbe, die lege ich hier mal ab, falls ich sie nochmal brauche. Da oben ist sie. Und jetzt fülle ich meine Schaft hier. Hier kommt so eine kleine Füllvorschau und da oben Werkzeugeinstellungen. Wenn ich auf diesen kleinen Button klicke, dann zeigt er mir die Vorschau an für die Farbe, wenn sie gleich gefüllt wird. Ja? Mit dem Low-Poly-Objekt. Ohne Schattierung. Müsst ihr nicht haben, könnt ihr machen. Jetzt gehe ich also hin und habe hier verschiedene Füllmöglichkeiten. Ich benutze jetzt erstmal die Objektfüllen, weil ich nur das Objekt möchte. Also nur den Schaft, der soll gefüllt werden. Zeige ich euch das auch an der Textur. Ich habe euch jetzt hier den Textureditor nochmal geöffnet. Setze das zurück, damit wir alles sehen können. Da ist unser Schaft, der ist schon texturiert, die Farbinformation. Und jetzt fülle ich also unser Objekt. Und dann kommt ein Assistent und der fragt, welches Objekt soll denn gefüllt werden. Auch hier ist wieder eine Vorschau. Und dann sage ich, der Schaft, Vorschau. Hier ist die Vorschau. Wieder aus. So, und sage, Schaft füllen. Jetzt wird nur der Schaft gefüllt. Hätte ich Ebene füllen, dann würde er die ganze Ebene füllen, also auch die anderen Objekte. So, jetzt ist der Schaft gefüllt und ich sehe hier eine braune Farbe. So, das ist natürlich nur auf dieser Ebene. Wenn ich sie ausblende, dann ist sie wieder da. Jetzt gehe ich oben hier in mein Pull-Down-Menü und suche mir einen Modus aus, zum Beispiel Multiplizieren. Dann seht ihr, wird jetzt die Farbe mit der unterliegenden Ebene multipliziert. Ich nehme aber einen Farbton, beziehungsweise wartet, Farbe, und habe jetzt hier den Farbmodus und er fährt mir jetzt die darunterliegende Ebene ein. Es gibt noch ein paar andere Modi, ihr müsst mal so ein bisschen experimentieren. Ich habe den mir in der englischen Version, habe ich mir was Schönes ausgesucht, wartet mal, lineares Licht, nee. Negativ multiplizieren. Ich muss mal kurz gucken. Überlagern. Nein, wisst ihr was? Ich mache schon Farbton. Farbton ist gut. Farbton sage ich schon. Farbe. Also, es soll die Farbe manipuliert die Farbe darunter. Ne? Ist wie in Photoshop. So, jetzt wird das Ganze eingefärbt. Jetzt möchte ich aber gerne, dass ich schalte mal zurück in den Modus hier. Das sieht schon ganz gut aus, aber ich möchte, dass es ein bisschen dunkler ist. Jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte jetzt natürlich die Farbe, ja, diesen Farbmodus hier, könnte ich natürlich dunkler nehmen. Aber es wird nicht viel passieren, weil, wenn ich die jetzt dunkler färbe, ich mache das mal für euch, Objekt füllen, Schaft, da passiert gar nichts. Ja, er hat es gefüllt, es passiert gar nichts. Ganz einfach, weil der Farbton, also die Farbe, beeinflusst ja nur den Ton der darunterliegenden Ebene. Ja, ich sage euch das nochmal, seht ihr, das ist dunkler geworden, aber es passiert gar nichts, weil hier der Farbe nur einfärbt. So, jetzt kann ich das aber noch anders machen. Ich gehe einfach in die Textur, in die eigene, hinein und sage ihr, sie soll ein bisschen dunkler sein. So, die kann ich nämlich beeinflussen. Hier mit diesen Elementen, hier in Eigenschaften, setze ich also die Helligkeit etwas runter. Seht ihr das? Und jetzt haben wir eine schöne, ja, sagen wir mal minus 30, eine schöne dunkle Struktur. Ja, super. Vielleicht noch ein bisschen dunkler. So, so ist gut. So kann ich das also steuern, jederzeit. Und
habe immer noch die Möglichkeit, alles wieder zurückzusetzen, falls jemand kommt, sagen wir mal, euer Projektleiter kommt und sagt, ich möchte aber jetzt gerne doch wieder eine andere Farbe, dann könnt ihr das hier machen und stellt das einfach wieder zurück. Ihr habt also alles noch da. Jetzt wäre es prima, wenn das Ganze mit dieser Farbe nicht überall wäre. Ja? Also ein paar von diesen Rottönen möchte ich gerne behalten. Also wäre es ganz cool, wenn wir hier das Ganze aussparen oder einige Bereiche rausnehmen. Ja, jetzt könntet ihr sagen, klar, kein Problem, ich nehme hier meinen Pinsel, ja, oder den, und radiere einfach mal ein bisschen was weg. Ja? Dann habe ich ja alles. Ne? Dann radiere ich hier die Farbe so weg. Upsala. Und dann ist ja alles hier so teilweise eingefärbt. Das Problem ist aber, ich schalte das mal normal ein, seht ihr? Das Problem ist aber, dass die Farbe dann auch hier weg ist, also komplett weg. Und ich habe ja gesagt, ich möchte euch zeigen, wie man das non-destruktiv macht. Das bedeutet, dass ihr jederzeit alles wieder zurückstellen könnt. Also wäre es hier natürlich super. Ich mache mal Undo. So. Warte mal, hier haben wir kleine Probleme. Ich fülle das Ganze mal nochmal. So. So, fertig. Es wäre also prima, wenn wir hierfür eine Maske hätten. Also eine richtige Maske, so wie in Photoshop, so eine Alpha-Maske. Das geht nicht hier so ohne weiteres. Hier kommt jetzt der neue Verlinkungsmodus dazu, oder der Verlinkungsmodus, den ich euch erklären wollte. Ich erstelle also in 3D-Code noch eine neue Ebene. Und das ist dann meine Schaft-Maske. So. Diese Ebene steuert die Transparenz von meiner Farbe. Wie macht sie das? Ganz einfach. Ich gehe hin und wähle mir hier einen Ton aus. Komm, ich nehme mal Weiß. Abbrechen. Weiß. Nee, Rot ist gut. Rot ist super. Cool. So, und fange jetzt an und zeige euch beispielhaft und male euch mal beispielhaft die Maske dahin. So, ich mache mal hier so ein M für Maske. Ja. Da ist es. Na, welchen Strich auch schon. So, M. A. Für Maske. So. Da ist diese Ebene, darauf habe ich gemalt. Jetzt muss natürlich die Farbebene wissen, welche Maske soll, oder welche Ebene soll ich denn nehmen, die als Maske für mich fungieren soll. Deswegen gehe ich jetzt auf Farbe, also auf diese Ebene, und sage, verlinke bitte mit der Maskenebene. So, was ist passiert? Wir sehen jetzt überall die Textur des Schafts durchscheinen, haben hier immer noch unsere Maskeninformationen, und in Wirklichkeit, wenn ich die Maske mal ausschalte, sehen wir aber an der Stelle unsere braune Farbe. Das ist genau das, was ich haben will, das ist die Maskeninformation. Ja. Wenn ich jetzt nämlich wieder die Verlinkung ausschalte, also nicht verlinkt, dann ist unsere braune Farbe wieder da. Also nimm die Maskenebene als Maske. So, jetzt hat er das gemacht. Jetzt sagt ihr, das ist ja super, aber wir möchten gerne die Maske verändern, weil ich kann ja hier nicht das Wort Maske einfach stehen lassen. Ich schalte das mal so ein, so. Und ihr wollt dann malen, aber es geht nicht. Hier kommt auch eine Warnung, weil die Maskenebene ausgeblendet ist. Wenn ich sie aber einblende, dann sehe ich meine rote Farbe, wenn ich hier rummale. Ja, ich blende das aus, so, jetzt ist wieder da. Das ist ja blöd, wenn man da immer hin und her schalten muss. Dafür gibt es eine Lösung. Ihr stellt einfach die Deckkraft von dieser Maskenebene auf 0. So, jetzt sehe ich also die Farbinformation meiner Maskenebene, sehe ich nicht mehr, kann aber immer noch malen. Und damit kann ich also hier jetzt sagen, an manchen Stellen, so, ich lösche das mal und male nochmal neu, an manchen Stellen ist eben ein bisschen mehr Maske, ein bisschen mehr Braun und an anderen nicht. So, ich kann das wunderbar jetzt hier in der Maske von dem Element steuern. So. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sogar noch hier eine von den Texturen einblenden. Hier, hier mal eine andere. Wartet mal, so. Das ist doch nicht schlecht. Zurücksetzen. So, ich blende die mal aus. Und die könnt ihr dann nehmen, um damit die Struktur mit reinzumalen. So ein bisschen. Seht ihr das hier unten? So, ich blende die anderen Sachen mal aus. Bin nur bei Schaft. Und jetzt kann ich hier meine schöne Maskenstruktur reinmalen.
wo ich halt nur die Maske sehe. Super. Das ist also eine ganz tolle Methode, um zwischen Elementen zu blenden. Wie gesagt, das ist non-destruktiv. Also ich behalte immer meine ganzen Informationen, die ich brauche. Das ist sehr wichtig eigentlich bei der Arbeit. Denn ich könnte ja hier ja auch mit einer Textur arbeiten. Ja? Ihr erinnert euch, ich habe das ja eingefärbt mit einer reinen Farbe. Ja, aber stellt ihr euch vor, ich würde das nicht mit der Farbe machen, sondern mit einer anderen Textur, die das Ganze einfärbt. Das geht ja auch. Dann möchte ich aber nicht, dass die Textur komplett zerstört wird, weil ich Teile davon lösche. Also benutze ich dafür eine Maske. So, ihr könnt die Maskenverlinkung, also hier, ich gehe nochmal rein in die Farbebene. Ihr könnt die auch umkehren. Also ihr könnt sagen, hier Verlinkung umkehren, dann wird das invertiert. Das heißt, er zeigt mir die Bereiche, die ich, das sieht man jetzt hier schlecht, weil ich ein bisschen viel rumgemalt habe. Aber es wird dann invertiert. Also das, was bemalt wurde, wird dann transparent oder undurchsichtig. Und das, was nicht bemalt wurde, wird wieder durchsichtig. So, jetzt mache ich das wieder zurück. Da ist es. So, jetzt haben wir hier eine sehr schöne Struktur oder sehr schöne Farben für unseren Schaft. Das ist unsere Basis. Jetzt möchte ich noch gerne hinzufügen, dass da Struktur, also noch mehr so Dreck drin ist. Also wir haben ja, ihr habt ja gesehen, wir haben ja hier so eine schöne Maserung und da soll noch ein bisschen Schmutz rein. Dafür mache ich auch eine neue Ebene. Schaft, Schmutz. Jetzt wird es langsam voll. Ne, ihr seht, es kommen immer mehr Ebenen. Was mache ich also? Ich organisiere das Ganze mal in einem Ordner. Denn man kann in 3D-Code auch Ordner anlegen, wo dann Masken, wo dann Ebenen enthalten sind. Das mache ich jetzt mal. Das ist hier unten dieses kleine Icon mit dem Ordner. Jetzt sehen wir hier so einen Pfeil. Das ist der Ordnername. Ich schreibe mal jetzt hier hin Schaft in groß. Das ist mein Schaftordner und da kommen alle Ebenen rein, die den Schaft betreffen. Also die Schmutzebene, die ich soeben gemacht habe. So, dann die Schaftmaske. Dann die Farbe. Und die Schafttextur. Jetzt hat sich die Reihenfolge so ein bisschen verändert. Ich muss mal eben die Textur nach unten packen. Den Schmutz nach ganz oben wieder. Und die Farbe, die packe ich mal eine tiefer. So. Die Farbe hat aber ihre Schaftmaske noch behalten. Seht ihr das? Schaftmaske ist noch da. Aus, an. Oh, wartet mal, ich muss sie neu verlinken. So, jetzt müsste es... Achso, nee, ist alles da. Wartet, genau. Nee, passt schon. Okay, ist noch verlinkt. Sehr gut. Manchmal kann es sein, dass er die Verlinkung verliert. Aber das macht nichts. So, jetzt ist hier alles drin. Jetzt habe ich eine viel bessere Übersicht. Kann es dann auch ein- und ausblenden. Und alle Masken, alle Ebenen werden dann ausgeblendet. So, sehr schön. Kommen wir also zurück. Dreck oder Schmutz soll in die Rillen hinein. Ich mache mal wieder meinen Zweiermodus hier oben. Nur Farbinformation, da mache ich ganz gerne. Und ja, den Dreck, dann suche ich mir eine schöne Farbe aus. Keine Ahnung, irgend so ein schönes dunkles Braun oder Schwarz. Hier so ein dunkles. So, und dann könnte ich hier den Dreck reinmalen. Das sieht natürlich ziemlich blöde aus. Also einfach nur abdunkeln. Schön wäre, wenn ich in die Rillen reinmalen könnte. Das geht. Hier oben gibt es nämlich Malmodi, also wie der Pinsel sich verhalten soll. Ich schalte mal den Schaft wieder ein, so. Und dann stelle ich hier oben hin und sage, ihr seht jetzt hier ganz viele Sachen hier, man kann im Rotkanal malen und so weiter. Wir interessieren uns aber hierfür. Ich möchte gerne in Vertiefungen malen. Wie macht 3D-Code das? Ganz einfach. 3D-Code hat ja seine normalen, also die Normal Map Informationen. Und daraus errechnet er die Informationen, um zum Beispiel in Tiefen oder in Höhen zu malen von dieser Struktur. Hier gibt es wieder eine Vorschau. Und die, wenn ich hier rüber schiebe, zeigt mir jetzt den Modus. Vertiefung heißt also in dem Falle, hier sehen wir die weißen Strukturen, da werden gleich meine Farbinformationen erscheinen an der weißen Stelle. Wenn ich umstelle auf Erhöhungen, dann schaltet er um, dann sind es die Erhöhungen. Jetzt mache ich mal die Vertiefung, weil da setzt sich ja immer der Dreck ab. Schiebe das mal so rüber, mache das mal zu. Und jetzt fange ich an hier zu malen. Ich mache mal wieder die 2. Und jetzt seht ihr, super, man kann schon sehen, da werden wunderbar der Dreck wird dann gemalt. So, das mache ich hier nicht überall, so die Intensität ist ja unterschiedlich. So, und jetzt merkt ihr, ich muss so einiges tun,
Um hier zu malen, Nanu, was ist denn das? Ach ja, so einiges zu malen, also ich muss mehrmals drücken. Ich kann die Intensität aber auch steuern von diesem Pinsel, von diesen Strukturen, die ich male. Und zwar hier oben mit dem Höheneinfluss. Im Moment steht er auf 1, muss ich also ein paar Mal malen, bevor ich was sehe. Ich kann ihn aber auch mal auf 3, ich übertreibe mal, auf 3 stellen. Und wenn ich jetzt male, dann seht ihr, dann ist das viel intensiver. Das heißt also, ihr könnt hierüber die Intensität von diesem Modus steuern. Ja, ihr könnt also malen und könnt das Ganze dann hier wunderbar steuern und bemalen. So, jetzt haben wir das. Wir haben eine schöne Struktur. Ich gehe mal zurück. Die ist ein bisschen stark. Ist aber nicht schlimm. Und ich gucke mal, ob ich... Ja, genau, das ist gut. Und dann stelle ich wieder in den Standardmodus. Fertig. Und dann sehe ich das jetzt. Eine wunderbare Axt mit ein bisschen Struktur. So. Diesen Schaftschmutz, diese Intensität hier kann ich ja steuern, indem ich die Deckkraft wieder steuere und ein bisschen runterdrehe. Seht ihr das? Dann wird es mal weniger oder mehr. Und je nachdem, welchen Modus ich hier oben verwende, multiplizieren, dann ist es ganz dunkel. Farbig nachbelichten ist ganz cool. Wisst ihr warum? Wenn wir die Deckkraft nämlich runterdrehen, dann sieht man, dass er sich verrät, also der verschmilzt so ein bisschen mit der Farbe des Untergrundes. Ja? Es wird dann so bräunlich an einigen Stellen. Ich mag sowas eigentlich ganz gerne, das sieht dann ganz cool aus. Hier nochmal G2, da ist es. So richtige Rillen oder Sehnen entstehen dann, das sieht sehr witzig aus. Könnt ihr ja hier oben mit den verschiedenen Modi auch mal ein bisschen experimentieren. Man kann alles Mögliche machen. Super, so jetzt haben wir hier einen wunderbaren Schaft mit Struktur und Farbe und so. Aber besser wäre noch, wenn der Ganze noch glänzen würde, weil im Moment glänzt er gar nicht. Das kann ich euch auch zeigen. Wenn ich hier in den Glanzinformationsmodus gehe, ist alles schwarz. Ja? Wenn hier weiße Informationen wären, dann wäre das, ja, dann würde es glänzen an der Stelle. Ich mache mir hier mal so einen Shortcut, denn ich lege mir das gerne mal auf die 3. Da ist noch gar nichts, also gehe ich mit der Maus drüber, warte ein bisschen, drücke die Ende-Taste, dann kommt so ein Assistent. Steht auch da, was man machen soll. Man soll jetzt die Taste drücken, die man dafür definieren will. Und ich drücke jetzt auf die 3. Da erscheint die 3 und jetzt kann ich immer, 5 ist der normale Shading-Modus, 3 ist mein Glanz-Modus und die 2, das ist der 2D-Modus. Ich gehe also wieder zurück in 5, sonst kann ich meine Glanzinformationen gleich nicht sehen. Jetzt gehe ich also hier hin und möchte ein bisschen Glanz reinmachen. Und zwar an der Stelle, wo immer so die Hand ist. Die glättet ja meistens das Material, die schleift das so ein bisschen oder wie soll ich das sagen, poliert es, genau, poliert es ein bisschen. Damit ich Glanzinformationen male, und zwar nur Glanzinformationen, muss ich hier die Kanäle ausschalten für die Farben und den für Glanz einschalten. Jetzt kann ich anfangen hier zu malen. Das geht überall. Das heißt also überall meine ich, in der Schmutzebene kann ich jetzt Glanzinformationen malen. Leider zeigt 3D-Code nicht an, welche Ebene welche Informationen beinhaltet. Ihr müsst also ziemlich aufpassen, wenn ihr das macht. Am Ende ist es eigentlich nicht so schlimm, weil ihr könnt ja natürlich die Ebenen durchgehen und gucken. Aber ich mache das schon mal ganz gerne und schreibe mir dann was dazu, ne? Wo die Glanzinformationen sind. Na, ich sag mal so, wir packen die mal, wir machen mal lieber eine eigene Ebene. Vielleicht möchte man ja später damit arbeiten. Ihr könnt da so viele Ebenen machen, wie ihr wollt. Schafft Glanz. So, und dann male ich hier die Glanzinformationen. Da ist er. Ich drücke mal ganz fest und ihr seht, das Ding glänzt wie feucht. Also das ist total nass geworden. Die und glänzt wie Sau. Ja, also ist heftig. Hier, ich schalte mal in den Glanzmodus, jetzt ist alles weiß. So, und wenn ich aber die Intensität, ich lösche das mal mit Entfernen. So, und jetzt wenn ich ganz leicht nur male, dann seht ihr, wie mein Schaft immer glänzender wird, aber nur an einigen Stellen. Wie ihr kennt ja den Christoph, das ist ja blöd, ne? Nur einfach so alles gleichmäßig glänzend, das sieht ja auch nicht realistisch aus. Ich möchte also nur auf den Höhen hier den Glanz einbringen. Also, Höheninformationen, dann klicke ich hier in den Erhöhungen-Modus und fange jetzt an. So, da ist der Vorschau, da ist es. Und fange jetzt an und male meine Glanzinformationen hier nur in die Höhen. So, jetzt sehen wir das auch hier. Wenn ich anfange hier zu malen, dann wird das in die Höhen gemalt. Sieht schon prima aus. Ich mache es ein bisschen fester, dann seht ihr das. Tolle Struktur. Aber ich möchte das nicht ganz so intensiv machen. Ich stelle hier wieder auf 1. Dann kann ich das besser steuern. So. Das
ist das nämlich viel schöner. Diese, jetzt schalte ich noch den Schaft aus. So. Und jetzt geht es los. Ich male hier wunderbar so meine Informationen rein. Jetzt ist es hier mal praktisch, dass wir in Höhen und in Tiefen malen können. So. Da ist es ein bisschen weniger. Denn, wenn ich mal umschalte, sieht schon ganz prima aus. In der Mitte möchte ich nämlich etwas mehr Glanz haben. Dann gehe ich nämlich hier jetzt in die Vertiefungen und mache das noch dazu. Seht ihr das? Ich gehe mal hier ein bisschen näher ran. So. Mal zurück. Ich mache mal den Kopf an. So. Prima. Jetzt ist alles gut. So gefällt mir das. So. So ein bisschen mehr. Sehr schön. So, jetzt sieht das Ganze nämlich so ein bisschen mehr nach glänzender Axt aus. Vielleicht ein bisschen viel, aber ihr könnt das ja steuern. Auch hier, ne? Die Deckkraft bewirkt hier nichts, weil das ist nur für die Farben. Die Tiefe ist die Information für die Normal Maps. Und die Specular Info Opacity, das ist wieder mal Englisch, muss ich noch übersetzen, entschuldigt. Das ist dann hier die Information für unsere Glanz. Und wenn ich die runterdrehe, seht ihr das? Dann kann ich das intensivieren. Übrigens, man kann die Werte natürlich auch extrem hochsetzen. 100% ist der normale Wert, aber ich kann das natürlich intensivieren, noch mehr. Ja, wenn ihr also das Gefühl habt, eure Axt soll lackiert sein, dann könnt ihr das darüber machen. Dann ist sie total glänzend und hat natürlich einen extremen Glanz. Ich mache das jetzt aber mal auf 75, weil das reicht vollkommen für mich, für meine Zwecke. So, prima. Vielleicht nochmal in den Höhen malen. So, ein bisschen mehr. Nochmal den Modus einschalten, dann zeige ich mir den Kanal nochmal an. So. Super. Ah, ein bisschen weniger. Wartet mal, in der Vertiefung mache ich ein bisschen weniger. Das heißt, ich lösche jetzt mit der Radiergummi. So. Wird nämlich in Vertiefung wird das jetzt radiert. Ich habe nämlich einen Wacom-Stift. Da kann man den Stift umdrehen. Und die Rückseite, also die andere Seite von der Spitze, die radiert dann. So, und das tue ich jetzt eben hier. Das könnte ich auch machen hier über den Radierer, aber so habe ich noch diese Deckkraft, also die Sensibilität noch. Sehr schön. Seht ihr, das glänzt jetzt ganz leicht. Der Glanz übrigens hätte, ich mache jetzt mal Standardmodus, ihr erinnert euch, wenn ich hier male, ist es komplett glänzend. Den kann man auch über die Normal Maps steuern. Ne, nee, kann man nicht. Oh, sorry, falsche Information. Dachte, das wird gehen. Noch wartet, das geht, natürlich geht das. Und zwar im... Nee, doch nicht. Ich dachte, es würde über die Normal Map mit Vertiefung funktionieren. Nee, aber ich erinnere mich, das geht gar nicht. Gut, super. So, jetzt haben wir einen wunderbaren Schaft. Der ist total super eingefärbt. Sieht ein bisschen alt aus. Hier im Render-Modus kann man das auch sehen. Im Render-Modus könnt ihr das so ein bisschen prüfen, angucken. Man kann auch den Rotationswinkel ändern von dem Licht. Ne, wo das Licht herkommt, die Höhe. Da gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein, weil wir wollen ja nicht unterbrechen großartig. So, und jetzt haben wir hier also hier einen wunderbaren Schaft mit der ersten Textur. Im Texturmodus sieht das dann so aus hier. Und da könnt ihr dann schalten zwischen den Kanälen und auch sehen, was ihr gemacht habt. Der Glanzkanal, da sieht man das nochmal. So, und das ist die Shading-Ansicht. Das ist also die Ansicht, die wir auch hier im View haben. Also in dem, seht ihr das? In der Kameraansicht. Da sieht man, wie sich die Textur verändert. Und der Farbkanal ist also hier. Das haben wir heute gemacht. Super, das erstmal für heute. Wir haben nämlich wieder eine Stunde hinter uns. Ich weiß, es geht ratzfatz. In der Stunde hoffe ich, dass ihr einiges gelernt habt. Das sind die Grundlagen, um fortzufahren mit den anderen Objekten, die ich dann im nächsten Teil bemalen werde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr seht, heute habt ihr gelernt, wie man non-destruktive, also Elemente anlegt, die man jederzeit ändern kann und ausblenden kann. Und ohne die anderen Elemente zu zerstören. Und ich denke, das war eine ganz gute Hilfe. Und ich würde sagen, wir hören uns dann
und sehen uns, beziehungsweise ihr seht mich hier, meine Arbeit beim nächsten Teil. Vielen Dank und macht es gut. Ciao, ciao.